Ja, hi, Christian hatte mich gefragt, was ich momentan von Texas Instruments halte und da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Du siehst hier einmal die Übersicht zu Texas Instruments. Ja, also wir gucken uns Texas Instruments an. Das ist ein Hersteller von Halbleiter-Elementen. Das heißt, die sind in vielen technischen Bauteilen verbaut. Häufig fertigen sie Maßanfertigungen an für unterschiedliche Unternehmen, die halt solche Halbleiterbauelemente benötigen. Finden tun wir Texas Instruments an der Nasdaq. Das heißt, sie gehört halt zu den Technologieunternehmen. Ist ja auch klar, ist Halbleiter Spezialist. Aktuell liegt Texas Instruments bei den Aktienakademie-Punkten bei 8 Punkten, also 8 von maximal 15 Punkten. Wobei die Skala auch von minus 15 losgeht. Das heißt, wir haben dort einen sehr, sehr guten Wert. Wenn wir uns die nächsten Werte angucken, sehen wir auch schon, woran das liegt oder wo diese 8 Punkte herkommen. Texas Instruments punktet eindeutig dadurch, dass sie ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell haben. Allerdings sind sie momentan zu teuer. Das erkennt man vor allem daran, dass halt diese beiden Werte hier nicht mit dem Preis korreliert sind und die beiden halt schon. Das heißt, wir sehen hier ein sehr, sehr effizientes Geschäftsmodell mit 33%. Das heißt, auf jeden Euro, den Texas Instruments einsetzt, verdienen sie ungefähr 33 Cent oder machen einen Profit von 33 Cent daraus. Und sie haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote, das heißt bei 50% Schulden sind sie sehr, sehr gut kapitalisiert. Also es ist prinzipiell erstmal ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Was halt so ein bisschen kritisch zu betrachten ist, ist halt momentan die Dividendenrendite und die Investmentrendite. Die liegen beide bei ungefähr 3%, also einmal bei 2,6% bei der Dividendenrendite. Und der Gewinn ist naturgemäß natürlich ein bisschen höher als jetzt die Dividendenrendite selber. Das heißt, wir haben ja also eine Dividende, die auf jeden Fall über den Gewinn gedeckt ist. Allerdings beträgt diese gerade mal 2,6%. So, also im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass Texas Instruments prinzipiell erstmal kein schlechtes Investment ist. Allerdings ist es meiner Meinung nach momentan einfach zu teuer. Also für mich kommt es aktuell nicht in Frage, weil es zwar ein sehr gutes Geschäftsmodell hat, wirklich ein ausgesprochen gutes Geschäftsmodell mit einer Unternehmensrendite von 33%. Allerdings der Preis ist einfach zu hoch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Börsen irgendwie zugemacht werden würden und ich das Unternehmen einfach für die nächsten 10 Jahre halten müsste, dann wäre ich jetzt nicht zwangsläufig zufrieden mit diesen 2,6%, die jedes Jahr erwirtschaftet werden. Interessant ist noch, dass sie einen relativ hohen Anteil ausschütten. Also wir können das ja mal kurz ausrechnen. Ja, also wir schütten 2,6 von 3,4% aus. Das heißt, es werden fast 75%, also 76,4% werden halt ausgeschüttet. Das ist relativ unüblich, wenn solch ein gutes Geschäftsmodell vorliegt. Ja? Weil normalerweise ist es halt so, dass wenn man sehr, sehr profitabel arbeiten kann, dass es sich dann schnell lohnt, dieses Geld halt zu reinvestieren, weil ja für jeden Euro, den sie wieder reinvestieren würden, an sich 33 Cent Gewinn generiert werden würden. Aber das ist jetzt hier an dieser Stelle halt nicht der Fall. So, schauen wir uns vielleicht auch noch einmal kurz die Homepage an von Texas Instruments, für die, die noch ein bisschen mehr wissen wollen. So, wir sind jetzt hier auf der Homepage von Texas Instruments. Wie man sieht, bewerben sie halt sofort hier ihre Halbleiterelemente. Das heißt, was einem halt klar sein muss, ist, dass Texas Instruments natürlich mehr ist als einfach nur Taschenrechner, woher die meisten Menschen aus ihrem privaten Leben das Unternehmen kennen. Gehen wir einmal kurz auf die Investors Relations Seite und schauen einmal dort rein. So, ganz interessant ist vielleicht erstmal diese Aussage hier, die ich durchaus auch unterstreichen kann. Also das beste Messwerkzeug, um die Performance eines Unternehmens zu bewerten über die Zeit, ist der Wachstum des freien Cashflows pro Aktie. Und wir glauben, dass das langfristig den Wert für die Besitzer steigert. Das ist natürlich richtig. Allerdings, und es ist auch sehr, sehr klug, dass der CEO das so formuliert, weil natürlich in dem Wachstum des Cashflows pro Aktie überhaupt nicht der Preis involviert ist, weil der ist halt gerade so der kritische Punkt bei Texas Instruments.
So, das Erste, was ganz interessant ist, wir sind hier bei den Investoren-News. TI hat entschieden, die Dividende zu erhöhen. Die Quartalsdividende wird von 90 Cent auf 1,02 € angehoben, so dass wir halt eine weiterhin steigende Dividende haben, also was sehr, sehr positiv ist. TI zahlt auch schon seit gefühlt Ewigkeiten, also so knapp 20 Jahren, eine konstante oder steigende Dividende. So, dann schauen wir noch einmal kurz in den Bericht des zweiten Halbjahres rein. So, dort sehen wir jetzt, dass der Umsatz um 12% gesunken ist im Vergleich zu einem Jahr zuvor. Das heißt, im Moment haben sie auf jeden Fall ein bisschen kleinere Absatzschwierigkeiten, wobei das jetzt auch mit Covid und so weiter zu tun haben kann. Schauen wir uns genauer die Zahlen einmal an, dann sehen wir das jetzt hier, dass die Quartalsergebnisse halt in der Tat hier um 12% gesunken sind. Der Gewinn ist sogar noch ein bisschen stärker gesunken. Und das Einkommen ist allerdings um 6% höher geworden. Wie hängt das zusammen? Naja, also da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Abschreibungen oder so, die hier diesen operativen Gewinn erhöhen oder senken. Also wir sehen das jetzt hier, dass der Gewinn halt höher ist. Das heißt, es ist halt nicht auf dem operativen Geschäft basierend, sondern wahrscheinlich irgendwie auf einem anderen Teil. So, schauen wir einmal kurz noch hier hin. Also wir haben hier den Umsatz und die Kosten des Umsatzes. Wenn wir uns das einmal anschauen, kann man jetzt sich fragen, okay, ist jetzt bezogen auf den Umsatz, sind die Kosten gestiegen oder gefallen? Wir sehen, dass 2020 sowohl der Umsatz gefallen ist als auch die Kosten des Umsatzes. Das heißt, es ist trotzdem an der Stelle vielleicht mal ganz interessant zu gucken, ob auch der Anteil sich verändert hat. 3,239. Also wir haben hier 35,7% in diesem Jahr, was die Kosten ausmacht. Und warum? Und 35,7% im letzten Jahr. Das heißt, prozentual hat sich da nichts verändert. Das ist ganz interessant. Ist insofern interessant, dass das normalerweise ja die Kosten recht konstant bleiben und in diesem Fall es jetzt aber so ist, dass die Kosten prozentual auf den Umsatz quasi gerechnet werden, was hilfreich ist, was die Skalierung des Unternehmens halt angeht. Ja, ich würde sagen, das waren soweit erstmal das Wichtigste zur TI. Christian, ich hoffe, das hat dir soweit geholfen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!